auf. Au, 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 au. Das geht mir jetzt aber schneller, als wenn ich hier jetzt überall hier Muni verbrate. So, was haben wir denn hier schon? Einmal ein paar Kontakte. Nee, das Ding. Mal kurz durchsuchen. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Spleißen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Okay, ist das jetzt gut oder schlecht? Waffen-Upgrade! Okay, können wir jetzt irgendwas Tolles upgraden? Ja, nehmen wir mal das. Ist doch nicht verkehrt. Das ist sowieso die Waffe, mit der wir am meisten rumballern. Wenn wir der Munition dafür haben, das ist ja auch immer so eine Sache. So. Jetzt weiter hier auf die Suche. Das ist ein bisschen Zeug, was wir brauchen können. Ich habe mich jetzt leicht erschreckt, dass sich da oben irgendwas bewegt. Aber das muss anscheinend so sein. So. Ich mal kurz was auf die Karte. Herauszoomen bitte. Was ist denn das Büro von irgendwem, von diesem Kopernikus, keine Ahnung wie er heißt. Und hier drüben sind noch Räume, wo wir nicht drin waren. Da können wir doch mal eben hier vorbeischauen. So, Workshops, Hitlers, Geothermal Control. Ja, deswegen gehen wir mal zu Geothermal Control. Mal gucken, was wir hier jetzt Schönes finden können. Vielleicht ein bisschen Muni oder so, wäre nicht schlecht. Habe ich immer gerne. Hallöchen! Auch nochmal Hallöchen! Treffe ihn nicht. So. Krieg ich halt hier rum. So. Kamera gibt's hier nicht, das ist gut. Was haben wir hier Schönes? Vier rote Lämpchen, die uns nichts sagen wollen. Ist jetzt gut oder schlecht? Das ist noch nicht. Sechs Kontaktmedien mitnehmen. MG-Patronen auch mitnehmen. Immer gut, immer wichtig. Was haben wir denn hier? Stickstoffzeug. Ein paar Patronen. Und hier können wir uns heilen. Ein bisschen Geld ausgeben, damit nicht gleich wieder unser Portemonnaie voll ist. Was wahrscheinlich trotzdem passieren wird. Aber egal. So, was haben wir denn hier Schönes? Wieder die Genbank. Pistolenkugeln und anderes Gedöns. Was haben wir hier drüben? Event. Aha. Kann ich wieder Sachen herstellen? Dort ein kleiner Schaden und Rauchzeug. Das ist interessant. Trinken von Alkohol, wenn gering. Nee. Ach, hier kann ich ein paar Patronen herstellen. Das ist nicht verkehrt. Autohacker kann ich herstellen. Und Wärmesuchende. Kaffeeautomat ist auch nicht verkehrt. Das stellen wir hier. Kann ich jetzt aber, glaube ich, irgendwo ansetzen, oder? Egal. So. Habe ich ein bisschen was gecraftet. Für den Fall eines Falles, dann kann ich. Wenn ich einsetzen würde, könnte ich ja mich heilen, wenn ich Leute mit der Rohrzange mache. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber im Moment auch nicht unbedingt nötig. Daddy, ich weiß. Wo immer der auch immer herkommt, der geht nicht wieder schlafen. Wow, er hat mir Aua gemacht. Aua, hat mir immer Aua. So, Moment. Zack. So, haben wir das vierte von zwei Teilen. Aber wir haben immer noch nicht das, was wir eigentlich brauchen.
gehe jetzt noch nicht in die Werkstatt zurück. Ich möchte eigentlich anders hin. Das Office von Controller. Ich brauche aber das andere Zeug, ne? Wo ist das Büro von Q-Bird? Keine Ahnung, leider. Wäre schön, wenn mir das irgendwie angezeigt werden würde, aber nein, natürlich nicht. So, hier haben wir Ionengel. So, haben wir hier Napalm. Auch nicht verkehrt. Aber nicht das, was wir suchen. Zum Glück ist dieser Bereich hier nicht so unglaublich groß wie jetzt andere Bereiche und man kann es hier einfach locker wirklich alles durchsuchen. Die Kabel hier, die kennen wir ja schon. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Hier haben wir nochmal so einen Puppen. Hier haben wir noch ein paar Drahtbündel. Und irgendwo lag ja noch einer rum, ne? Wir haben das Ionengel von dem bekommen, oder wie ist das? Ist ja auch egal. Die vier Dinge habe ich jetzt, oder was? Anscheinend. Okay, also brauche ich nur noch Ionengel und Nitroglycerinladung. Wo immer ich das herbekommen werde. Ich habe keine Ahnung, leider. Was haben wir hier? Ach ja, das war ja abgeschlossen, ne? Irgendwann, was auch immer. So. Okay. Was war hier? Irgendwas schönes, wichtiges. Keine Ahnung. Mal wieder. Was haben wir hier? Ein paar Dollar. Portemonnaie ist voll. Nein, wer hat das gemacht? Objekt anfertigen. Ach ja, das war hier. So, was haben wir hier drüben? Außer noch ein Schrott. Eine Splittergranate. Ja, die nehme ich gerne mit. Okay. Hier haben wir wieder eine Vita-Chamber, aber die brauchen wir uns auch nicht. Wir können hier was kaufen. Granaten können wir ja nicht. Ich hab Geld. Scheiß Dinger kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ladepistole. Prime hat Fontaine Futuristics verstaatlicht. Der Laden gehört jetzt Ihnen. Vom Keller bis zum Dach. Irgendwann auflösen, sagt er. Ich bin aus dem Rat ausgetreten und habe ein Protestschreiben hinterlassen, aber das bringt sowieso nichts. Es wird Krieg geben, sage ich. Es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf. Und ja, vielleicht hört jemand bei. Spätestens ich. Welche? Ah, verpieselt er sich mal wieder hier. Welche? So, kann man kurz heilen. So, wo ist jetzt dieses verdammte Büro? Das ist doch nicht da in der Werkstatt. Oder doch? Zumindest habe ich da nichts aufleuchten gesehen. Keine Nitroglycerinladung. Hier geht es nur zurück. Zurück wollen wir nicht. Nee. Wir wollen ja eigentlich nur diese zwei Teile noch finden. Wo auch immer sich diese verstecken. Ob wir das noch rausfinden werden? Ich habe keine Ahnung. Zur Not wird das hier ein endloses Let's Play, wo ich einfach nur nach links und rechts laufe. Nein, ich hoffe nicht. Das wäre dann doch irgendwie zu öde. Reicht schon, dass ich das in Minecraft manchmal machen muss. Was hier durch? Okay. Was haben wir hier? Hier steht noch was. Ja, wir haben Ionengel gefunden. Wuhu, wir brauchen jetzt nur das Nitroglycerin. Und dann haben wir auch das fertig. Hier müssen wir um Ecke, okay. Gehen wir jetzt nochmal zu der Werkstatt. Das ist ja wirklich das letzte Teil, was wir jetzt brauchen.
meine Frage. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Ich höre auf die Lügen von niemandem. Ist das okay? Befürchte ja fast, dass diese Werkstatt da, dieses Möchtegern-Büro ist. Allerdings sehe ich das nicht als Büro an. Aber naja. Gehen wir einfach weiter. Irgendwo ist wieder ein Big Daddy. Aber der ist mir jetzt eigentlich auch schon ziemlich egal, weil den brauchen wir im Moment nicht mehr. Nur all dieser Nebel und so. Was haben wir denn hier? Auch wieder Trappe, ne? Aber das brauchen wir noch gar nicht. Hallöchen! Arschloch. Sieht auch aus wie ein Zombie hier. So, nehmen wir das durch. So. Gucken wir hier nochmal. So. Mir fehlt jetzt noch das Nitroglycerin. Führt mich jetzt der Pfeil dahin? Ich hoffe doch. Mal gucken. Hallöchen. Moment. Ich hab hier was für dich. Hammerlöchen. Warte mal. Zack, Foto. Wuhu. Können wir dafür was Tolles? Yay, erhöhter Schaden. Das heißt doch jetzt mal Bam hier, Junge. Zack. Nochmal Bam. Und nochmal was so schön. Auch gerade Bam. Und da haben wir auch den hinüber. So, jetzt sollen wir hier in diesen Raum. Okay. Haben wir jetzt hier das Ding, was ich brauche? Kann das hier irgendwie kaputt machen? Tatsächlich, da ist das Nitroglycerin! Ich muss nur aufheben. Wir kriegen es nicht auf. Ist ja schlecht. Kriegen wir denn das auf? Das Ding ist nur zum Waffenverbessern gewesen. Was haben wir denn hier? Zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Ja, was denn sonst, hallo? Das ist wahrlich das viel größere Wunder. Geh tot endlich, meine Güte. Halten die auch manchmal wieder früh aus hier. So, jetzt haben wir endlich dieses verdammte Nitroglycerin. Dann können wir endlich weiter. Und wir sollten uns verheilen. Ja? Und dann gehen wir hier mal durch und bauen die Bombe. Bombe! Okay, jetzt aufheben. Und wo sollen wir jetzt damit hin? Zu Entro-1 Büro oder sowas? Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Wir werden ja sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Stimmt nicht. Mit dem hier? Ja, bleib locker hier. Zack, bis hier sowas von Kugeln im Kopf. So. Ich schieße auch manchmal einfach nur so einzelne Kugeln, einfach um ein bisschen Muni zu sparen. Sonst verbrauche ich hier viel zu schnell die ganze Munition. Das ist immer ziemlich ärgerlich. Aber manchmal auch unerträglich. So. Auf zum Kern. Ich sag nicht, warum ich dich verlassen habe, beziehungsweise ich habe dich nicht verlassen. Ich laber kein Müll hier, ja. So, noch weiter runter, okay. Hier jetzt lang, durch hier und hier lang, gut. Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Natürlich. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. So, und jetzt soll ich das hier platzieren? Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Das dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Aha, okay.
Ist das Magma-Rind hier? Hier einen Aufzug rufen. Kann ich noch nicht. Okay, setz hier mal das ein. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, Löchen, geh weg hier. Ich will das hier einfach nur umdrehen. Sieht, dürfte lieber sein als das. Was Gott mich besiegt hat. Drehen wir und drehen wir und drehen wir. Löchen. Und drehen wir und drehen wir und drehen wir und drehen wir und dann drehen wir. Und drehen einfach weiter und weiter.